Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik. Antriebe sind unser Thema. Wir sprechen über die elektromagnetische Verträglichkeit und die Arten, wie zwei Sachen miteinander gekoppelt sein können. Und heute sprechen wir über die kapazitive Kopplung. Wie ein Kondensator funktioniert, das wissen wir hoffentlich noch. Also ein Kondensator hat es so ausgesehen, wie wir uns das überlegt haben, dass es zwei Platten gibt, die nicht leitend miteinander verbunden sind, mit einem gewissen Abstand. Und jede Platte ist kontaktiert. Und das war ein Kondensator. Und darauf gekommen, okay, da kann man elektrische Energie speichern und so weiter, da kann man Ladungen reinladen. Und die Kapazität C, die ja das Verhältnis zwischen gespeicherter Ladungsmenge und Spannung im Kondensator ist, war ja proportional. Und das ist die Fläche A ist da, ja. Und das ist der Abstand D. Je größer die Fläche ist, je größer das Epsilon zwischen den Platten ist und je kleiner der Abstand ist, desto größer ist die Kapazität C geworden. Okay? Jetzt muss das nicht unbedingt eine Platte sein. Wir haben gesagt, jegliche Anordnung kann irgendwie eine Kapazität zueinander aufweisen. Nun, wenn ich zwei Leitungen habe, schauen wir mal, ob ich die da rauskriege, die zwei Leitungen. Anscheinend nicht. Eine Leitung, zweite Leitung. Ja. Jetzt haben diese zwei Leitungen, die bilden ja ebenfalls eine Fläche zueinander, eine lange, dünne Fläche bilden die. Ja. Und die haben eine gewisse Kapazität. Die zwei Leitungen zueinander sind wie die zwei Platten elektrisch isoliert zueinander und haben eine gewisse Induktivität. Jetzt ist die Induktivität geringer, weil jetzt sind sie weit auseinander. Ja, das D ist weit auseinander. Die Fläche ist gleich geblieben, wenn man sich das so vorstellen kann. Natürlich ist das bei einer Leitung wesentlich komplizierter. Aber man kann es, finde ich, ganz gut vorstellen. Das heißt, wenn ich zwei Leitungen ziemlich eng zusammenbaue, dann habe ich das D ist relativ gering, ja, und dann ist halt das C ebenfalls. Wie wird das C noch beeinflusst durch die Fläche? Wie wird die Fläche beeinflusst durch die Länge der Leitung? Ja, je länger eine Leitung wird, desto größer ist die Kapazität, die diese zwei Leitungen untereinander haben. Und wenn ich mir jetzt überlege, wie so ein Kabel ausschaut, ja, die sind ja doch ziemlich eng zusammen und so ein Kabel kann wirklich lang werden. Ja? Also solche Kabel haben üblicherweise einen sogenannten Kapazitätsbelag. Ja? Das sind also so und so viel Farad, ja, pro Meter Kabel habe ich da. Das heißt, wenn ich ein Kabel habe, zack, eine Ader, zweite Ader, kann ich mir vorstellen, dass in regelmäßigen Abständen da Kondensatoren eingebaut sind. Wie groß die Kondensatoren sind, das ist das, die spezifische, also sagen wir alle Meter, ja, ist halt da ein Kondensator drin, so auf die Art. Ja. Natürlich ist das verschmiert. Normalerweise, also das muss man sich verschmiert vorstellen, aber so kann man sich das vorstellen, dass da, was weiß ich, gibt es einen Kapazitätsverlag von so und so viel Pikofarad pro Meter. Ja? Dann ist alle Meter so ein Pikofarad eingebaut. Wenn wir uns jetzt nur überlegen, wie denn der Wechselstromwiderstand eines solchen Kondensators ausgesehen hat. Ja? Der Wechselstromwiderstand hat er so ausgesehen, ja, Xc war 1 durch Omega C. Da ist das Omega drin. Ja? Das heißt, selbst bei kleinen Kapazitäten, wenn das Xc eigentlich groß wäre, das heißt, darin wenig Strom drüber,
Ja, selbst bei kleinen Kapazitäten, wenn das Omega entsprechend groß wird, kann das XC schon relativ klein werden. Das heißt, diese kapazitive Kopplung ist umso besser, je höher die Frequenz ist. Ja, je höher die Frequenz, die auf einer Leitung transportiert wird, desto besser ist diese kapazitive Kopplung. Also, naja, dann mache ich halt keine Sachen Frequenzen. Das Problem ist nämlich, eigentlich ist halt das Problem nicht die Frequenz, sondern die Spannungssteilheit. Okay? Weil wir haben ja auch die Formel, dass es C mal die U nach dt, ja, die Änderung der Spannung mal der Kapazität, ja, ist gleich der Strom, der im Moment rinnt. Das heißt, habe ich hohe Spannungsänderungen, rinnt da gescheiter Strom. Und es geht ja eigentlich da um den I, ja, da ist der I von T, und der rinnt da unten zurück, I von T. Ja, auch wenn da hinten offen ist, der rinnt da zurück. Und jetzt, wenn die zwei Sachen zu unterschiedlichen Stromkreisen gehören, eigentlich, ja, beeinflusst man der Strom, das beeinflusst man das. Ja. Und schon habe ich die Beeinflussung benannt, die kapazitive Kopplung. Ja, plötzlich, wenn da die Spannung stark ansteigt, ja, dann rinnt da unten ein Strom. Ja, da ist es. Und wie steigen Spannungen an? Wenn man sich digitale Signale überlegen, ja, dann schauen die so aus, zack, ja, richtig, ja, back, back. Ja, da tue ich die Leitung da immer, zum Beispiel Transistor-Transistor-Logik, 5 Volt, 0 Volt, zack, 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 möglichst schnell hin und her. Und hier, bei diesen Flanken, habe ich hohes DU nach DT. Ja, back, da geht's zu, da drinnen, kurze Stromspitzen habe ich da drinnen. Ja, und da, ja, so ist halt das. Ja. So ist halt das. Das mit dem Wechselstromwiderstand, da habe ich das Problem Energieverteilungsnetz. Das ist zum Beispiel der Grund, warum ein Erdkabel weniger lang sein kann wie eine Freileitung. Eine Freileitung, ganz weit auseinander, irgendwelche, die Drähte, die Kabeln, ja, ganz weit auseinander. Deswegen ist das D relativ groß, deswegen ist der Kapazitätsbelag auch relativ gering. Ja. Deswegen kann eine Freileitung ziemlich lang werden. Ja. Ein Erdkabel, puk, alle Drähte, ja, Einzeladern, eng beisammen, kleines D, großer Kapazitätsbelag. Ja, da schicke ich auf der einen Seite eine und auf der anderen Seite habe ich immer die Blindleistung. So kann das passieren, gell? Kapazitive Kopplung lässt sich ebenfalls nicht vermeiden. Ne? Also wir sehen, Kupplungen können schon ganz schön auftreten. Ne? So, jetzt haben wir gehabt, galvanische Kopplung, induktive Kopplung, kapazitive Kopplung. Gibt es noch eine Kopplung? Ja, Strahlungskopplung. Was man darunter versteht und wie das funktioniert, das werden wir uns im nächsten Video ansehen. Okay? Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.